Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich werde heute mit euch ein paar Knoten wiederholen, die wichtigsten Knoten, die wir so brauchen im Alltag bei der Feuerwehr. Die werden wir jetzt hier gleich mal machen, und zwar aus der Ich-Perspektive. Ich werde gleich die Kamera hier in die Stirn machen und dann werde ich mal ein bisschen losknoten. Die wichtigsten zuerst: Mastwurf, Zimmermannsknoten, doppelter Ankerstich, Spielenstich, alles was so Halbschlag, alles was ihr so braucht. Und wir gucken mal, was wir noch schnell machen, okay? Alles klar, los geht's. Mit dem Mastwurf. Einmal gestochen. Spielenstich. Fertig. Und Spielenstich. Kommen wir zum Zimmermannsknoten. Drei, viermal rum. Reicht. Hält. Also geht nicht, gibt's nicht. Wenn ihr diesen Zimmermannsknoten in der Hand legen wollt, dann müsst ihr den auch drehen. So. Aber diese Öffnung so groß, dass der Leimbeutel durchpasst. Passt auf, dass sich nicht der ganze Leimbeutel abwickelt. Ist er gelegt und auch, wenn man es auch erkennt, dass der richtige ist. So. Das geht auch. Richtig rum. Ne? Okay. Dann der doppelte Ankerstich. Beim Mastwurf würden wir jetzt hier weitergehen. Da haben wir mal die Drehbewegung. Bei dem gehen wir jetzt von der anderen Seite zurück. Fertig. Ich kenne eigentlich kaum Anwendungsbeispiele, wo man den sticht. In der Regel legt man den in der Hand. Einfach so. Oder na, die Leine. Und dreht entgegengesetzt. So. Und jetzt ein doppelten Ankerstich. Und jetzt würde man noch einen Halbschlag, wenn das zum Beispiel ein Strahlrohr wäre, würde man jetzt einen Halbschlag machen. Und ne, die Kombination gibt es. Okay, weiter. Wir wollen einen Schnelldurchlauf machen. Kommen wir zum doppelten Achterknoten. Den lege ich erst in der Hand. Da legt man einfach eine Schlaufe. So, und von hinten rum durch. So. Sieht er so aus. Seht ihr? Den doppelten Achterknoten kann man auch vorher stechen. Dazu muss man hier wieder erstmal einen einfachen Achterknoten legen. Genau das gleiche wie vorhin. Vom Prinzip. Ich komme von hinten dadurch. Ich zeige das schnell. Und zwar habt ihr jetzt einen Knoten, der so ungefähr aussieht. So, sieht aus wie eine 8. Daher der Name. Und jetzt verfolge ich die Leine und gehe da denselben Weg hin und zurück mit. Zack, zack, zack. Kommen wir zum Schotensteg. Zum Verbinden von zwei gleichdicken oder ungleichdicken Leinen. Ist egal, zum Verbinden von zwei Leinen. Die Leine ist zu Ende und die würde ich jetzt ranknoten wollen. Fertig. Nochmal. Leine Nummer 1. Halten wir so eine Öse. Leine Nummer 2 gehen wir hier rum. Halten den Finger da hoch und da gehen wir jetzt unterm Finger wieder raus. Zack. Super. So. Machen wir noch ein Pfahlstich hinterher.
gibt es mal die lange Variante. Kommt durch die Öse. Die Schlange kommt aus der Höhle, nimmt sich das Seil und geht wieder zurück. So sieht er aus. Und hier würde ich noch einen Spierenstich machen. Wenn ich zum Beispiel nach dem Brustbund zum Rettungsbund einsetze, ne? Brustbund machen und dann diesen Pfahlstich mit Spierenstich. Kennt er. Super. Top. Jetzt mal zum Abschluss. Die zwei für mich wichtigsten Knoten, die man braucht. Mastwurf. In Verbindung mit dem Spierenstich. Nur gemeinsam sind die beiden stark. Und wir machen noch einmal den Zimmermannsknoten. Weil das sind die beiden Knoten, die wir für den Saugkorb, für das offene Gewässer gebrauchen können. Das Video kommt als nächstes. Guckt es euch schon mal an. Okay. Ja, habt ihr alle Knoten hingekriegt? Das wäre ein Traum. Wichtig ist, alles mit Handschuhen machen. Ich mache es nur, damit ihr es besser kennen könnt, ohne Handschuhe. Wichtiger Hinweis, immer persönliche Schutzausrüstung. Nochmal ganz deutlich gesagt. Super. Diese beiden Knoten brauchen wir für eine Saugleitung, offenes Gewässer. Entweder Zimmermannsknoten oder Mastwurf. Kommt das nächste Video jetzt zu. Wenn ihr Fragen noch habt zu den Videos, wenn ihr noch Fragen zu den Knoten habt, guckt die anderen Videos nochmal an in meiner Playlist. Ja, abonniert meinen Channel. Teilt mich gerne mit euren Freunden. Sagt ihnen, dass es mich gibt. Freut mich, wenn ich euch damit ein bisschen helfen kann. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Filmchen und schönen Dank, ne? Bis dann. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.